herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Ellie. Willkommen zurück im Spooktober. Letztes Jahr mochtet ihr meine einfachen Halloween-Looks sehr, sehr gerne. Und ich habe dieses Jahr wieder so viele Nachrichten bekommen, ob ich es dieses Jahr auch wieder mache. Und natürlich habe ich mir was einfallen lassen. Ganz klare Sache, ich habe 5 richtig, richtig geile Looks hier in diesem Video. Auch ein bisschen was anderes, bisschen nicht ganz so Standard, aber alle richtig geil und hübsch auf jeden Fall. Perfekt für eine Halloween-Party, auf der ihr alle Leute beeindrucken wollt. Was übrigens auch perfekt ist, wenn ihr alle Leute beeindrucken wollt, ist ein Announcement, das ich jetzt mache und ich freue mich so sehr, denn mein neuer Merch ist online, Leute. Ich freue mich. Ich freue mich so. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe so krass lang daran gearbeitet, deswegen sind wir auch echt spät dran, aber erst richtig, richtig geil. Wir haben die Qualität verfünffacht, wenn ihr mich fragt. Also wir haben komplett alles neu aufgezogen. Wir haben T-Shirts, Hoodies, Crewnecks und Baby-Tees und die Kollektion heißt Paranormal, denn die ist auch so ein bisschen Katzen-inspired. Calling all cat people, this is your collection. Natürlich müsst ihr keine cat people sein, um die Kollektion geil zu finden, denn wir haben so viele geile Designs. Ich habe fast alle komplett alleine gemacht. Das war super viel Arbeit, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Es sieht so geil aus. Ich will euch gar nicht zu lange aufhalten. Ich habe jetzt gerade auch was an. Resting Witch Face. Ich liebe es. Es ist sogar stick. Ihr werdet im Laufe dieses Videos sehr, sehr viel davon sehen, glaube ich, weil ich ziehe gefühlt nichts anderes mehr an. Die T-Shirts sind so richtig geil oversize geschnitten. Also wirklich, wirklich richtig oversize, endlich. Ich würde sagen, die Crewnecks und Pullis und die Baby-Tees sind ganz normal geschnitten. Wir haben so viele Details hier drauf. Ich habe neue Tags. Ich habe hinten auch Tags drin. Ich habe alles hier mit Stitches. Also diese Designs mit den Stitches. Die Stitches sind wirklich gestitcht, Leute. Die sind nicht aufgedruckt. Es ist wirklich alles in allem eine so geile Kollektion. Also wenn ihr vorbeischauen wollt, der Link ist in der Infobox natürlich. Ich weiß, dass der letztes Jahr ultra gut bei euch ankam. Ich hoffe, dass dieses Jahr auch so sein wird, weil ich liebe diese Kollektion. Ich finde die einfach nochmal 10-mal besser als alle, die ich je gemacht habe. Ich wollte nicht, dass es wie so Standard-Merch aussieht, sondern ich wollte einfach, dass es so was Cooles ist, was man auch einfach so anziehen kann, ohne irgendeinen Bezug zu mir zu haben, aber was auch trotzdem irgendwie geil ist und auch persönlich ist für mich. Also schaut gerne einfach mal durch. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir legen jetzt mal los mit dem Video, denn ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viele Looks vor. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es jetzt gerne und aktiviert die kleine Glocke, um nichts zu verpassen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir auf meinen Social-Media-Kanälen, Instagram und TikTok folgt. Die Instagram-Leute in meinem Channel haben übrigens schon von dem Merch gewusst, bevor ihr es wusstet. Gruß an euch an dieser Stelle. Dann würde ich mal sagen, wir bereiten euch jetzt für die Halloween-Zeit ordentlich vor und wir legen los mit Look Nummer 1. Okay, Leute, Look Nummer 1, Shirt Nummer 1. Ich muss es tun. Spooky Season. It's so cute. I love it so much. Ich werde einfach bei jedem Look, glaube ich, mit einem neuen Shirt beglücken. Ich wollte mal so einfach wie möglich anfangen. Übrigens, wenn ich mich ein bisschen krank anhöre, das liegt daran, dass ich den Schnupfen des Jahrtausends habe. Ich gebe mir Mühe, dass man das nicht mitbekommt, aber ihr werdet es wahrscheinlich hören. Auf jeden Fall machen wir einen kleinen Werwolf mit so Kratzspuren und das wird wirklich super einfach. Ich habe schon mal so ein bisschen Base gemacht, damit ihr mein nicht geschminktes Gesicht heute nicht sehen müsst, weil, wie gesagt, ich bin krank und man sieht's. Aber wir starten erstmal mit ordentlich viel Bronzer. Hier ist eine Fliege oder so drin, aber irgendwas Großes. Na gut, erstmal ganz viel Bronzer, auch hier. Bisschen auf der Nase, auch wenn das jetzt richtig unangenehm wird für mich. Blenden natürlich. Das darf, wie gesagt, auch echt viel sein jetzt. Wir sind ein Werwolf, okay? Vor allen Dingen auch hier oben will ich relativ viel haben. Luft anhalten kurz. Und wenn ihr aussieht, als wärt ihr in den Bronzetopf gefallen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Für das Augen-Make-up machen wir einen super simple, so smoky Look mit Braun. Ich nehme meine Palette. Die ist übrigens auch wieder auf Lager. Leute, es tut mir leid für euren Geldbeutel, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich mache mal ein Auge, damit ihr seht, was es wird. Liegt auch, dass hier eine Wimper klebt die ganze Zeit. So ist es halt. Und damit machen wir jetzt sozusagen einen Eyeliner. Dann nehmen wir einen flacheren Shader Brush mit einem dunklen Braun und gehen da schon mal drüber und ein bisschen, ja, drüber. Drüber und ein bisschen drüber, ihr wisst, ne? Und ich ziehe das auch schon mal so ein bisschen hier hoch. Hätte ich vielleicht meine Augenbrauen ein bisschen nachrasieren sollen? Ja. Egal, wir sind ein Wolf, wir sind haarig. Und dann nehmen wir noch ein mattes, mittleres, helleres Braun und packen das einmal komplett über das Lid. Und gut ausblenden. Leider passen auch meine Moonwimpern dazu perfekt. Es ist eigentlich wirklich gerade ein Zufall, aber ich nehme die hier einfach für so ein bisschen, ne? Eine Schicht Mascara machen wir aber natürlich trotzdem. Ich liebe halbe Wimpern, die sind so easy aufzukleben. Fertig. Off to the fun part, die kleinen Kratzer. Und zwar nehmen wir jetzt Holzstäbchen. Wie heißen die? Kennt ihr das, wenn einfach euer Brain gar nicht funktioniert plötzlich? Holzspieße. Und ihr könnt jetzt wasseraktivierte Farbe nehmen, ihr könnt Lippenstift nehmen, Cremefarben, was ihr da habt. Auf jeden Fall irgendwas Rotes. Und das packen wir da drauf. Und da machen wir jetzt einfach mal einen Strich, noch einen Strich und noch einen Strich. Oh, da war nicht mehr genug Farbe drauf.
darf auch ein bisschen messy sein. Kratzer sind nicht perfekt. Ich nehme jetzt noch mein Rot und das packe ich jetzt einmal drüber. Und jetzt nehme ich noch mein Schwarz. Müsst ihr nicht unbedingt machen, aber ich glaube, das wird besser aussehen. Und da gehen wir jetzt noch mal einmal so drüber in die Mitte, dass es dunkler und tiefer aussieht. Geil. Könnt ihr jetzt auch schon so lassen, wenn ihr wollt. Wäre schon fein. Aber wir nehmen jetzt noch so ein bisschen Kunstblut. Aber ihr könnt auch, keine Ahnung, Lipgloss gemischt mit rotem Lidschatten nehmen oder sonst irgendwas Wildes. Also nehmt, was ihr habt, würde ich damit sagen. Und das packt ihr jetzt einfach mitten rein. Ich nehme jetzt nochmal dunkles Braun und packe das hier so unter die Nase. Einfach in so eine Art Dreieck. Ich nehme für die Lippen jetzt einen richtig braunen Lip Liner. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Augenbrauenstift nehmen oder so, wenn ihr gerade keinen habt. Ich mache jetzt was Schreckliches, Leute. Ich nehme jetzt Concealer. I know. But it works. Und da brauchen wir noch Lipgloss, wenn ihr wollt. Ich habe jetzt hier so einen richtig schönen Braun. Jetzt brauchen wir noch ein Outfit, ein bisschen Haarstyling oder so. Und so ungefähr könnte der fertige Look aussehen. Ich habe jetzt noch so kleine Bangs reingemacht. Müsst ihr natürlich nicht machen, habe ich mit Polymorph gemacht. Super einfach. Habe ich euch das mal in irgendeinem Video gezeigt? Ich glaube ja. Bei meinem letzten sexy, hot AF, einfach Halloween-Looks, glaube ich, beim Vampir. Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Ich finde ihn richtig cute, er gefällt mir richtig gut. Ich würde das machen. Wenn ich einen entspannten Look haben will, der mich jetzt nicht irgendwie nervt oder so, dann würde ich das machen. Man könnte jetzt auch noch Kontaktlinsen oder so machen, aber ganz ehrlich, wenn man wollte, ist, passen braune Augen, glaube ich, ganz gut. Deswegen machen wir das nicht. Ich finde es gut so. Ich glaube aber, gelbe könnten ganz gut passen. Soll ich es vielleicht einfach machen? Okay, wisst ihr was? Ich gebe es zu, es ist schon cooler mit den Kontaktlinsen. Aber es geht auch ohne. Ich finde, es sieht sehr überzeugend aus. Man kann auch noch mehr Rot außenrum machen, wenn es ein bisschen frischer aussehen soll. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus, finde ich. Das heißt, ich würde sagen, wir machen weiter mit Look Nummer 2. Für Look Nummer 2 habe ich einen Look rausgesucht, den ich schon so lange auf meiner Liste habe. Leute, seit locker 5 Jahren oder so will ich das machen. Und zwar dieser hier. Ich weiß noch nicht, wie ähnlich der jetzt sein wird, wenn ich den mache. Vielleicht sehr ähnlich, vielleicht nicht so ähnlich. Ich weiß es noch nicht. Aber das ist ein Yin und Yang Look und ich finde den so geil. So geil. Ich glaube, das Schwierigste an dem Look sind die Kontaktlinsen, aber die kann man theoretisch auch immer weglassen. Das ist so. Hallo. Oha. Nico weiß Bescheid, ich trinke viel zu wenig und zwar immer. Aber Leute, ich habe was Neues entdeckt und zwar mit Holy kann man sich so geile Getränke mischen. Es ist so geil. Holy ist eine richtig, richtig geile Alternative zu den ganzen zuckerhaltigen Softdrinks, die man so kennt. Das kommt in Pulverform, man packt das einfach ins Wasser, mischt das Ganze gut durch und dann hat man einfach so geile Drinks. Es gibt so viele richtig geile Geschmacksrichtungen, auch richtig kreative dabei und vor allen Dingen kommt das Ganze auch ohne künstliche Aromen und ohne Zucker aus. Ich bin vor allen Dingen allgemein ein sehr großer Fan von den Eistees, ich finde die so lecker. Ich habe erstmal so ganz viele Probiersets geholt, um mich durchzutesten und ganz ehrlich, ich habe noch nichts getrunken, was ich schlecht fand. Ich fand die alle geil bisher. Mango Passion Fruit Black Tea, Traum. Findest du es? Und wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, Leute, gar kein Problem. Wie gesagt, gibt es diese Probiersets. Da könnt ihr euch einfach mal durchtesten. Die sind sogar mit Shaker erhältlich. Also richtig, richtig nice. Wenn ihr das mal testen wollt, ich kann euch die Startersets auf jeden Fall ans Herz legen. Da könnt ihr euch einmal durchprobieren, um zu gucken, was euch am besten gefällt. Aber Freunde, ich habe noch einen Rabattcode für 5 Euro Rabatt. Wenn ihr es einfach mal probieren wollt, gebt gerne Ellie5 ein. Dann kriegt ihr 5 Euro Rabatt. Wenn ihr es aber schon mal probiert habt, aber nochmal nachbestellen wollt, was ich mir jetzt sehr gut vorstellen kann, habe ich auch noch den Rabattcode Ellie für euch. Da kriegt ihr 10% auf eure Bestellung. Link ist in der Infobox. Wir sind auf jeden Fall freshly hydrated. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Look. Leute, ich habe gerade versucht, meine Haare anzusprühen für diesen Look und das hat gar nicht funktioniert, deswegen habe ich jetzt eine Perücke genommen und die angesprüht, aber jetzt sehen meine Haare ganz katastrophal aus. Wir ignorieren die weg, die sind nicht hier, ihr seht die gar nicht. Ich freue mich so sehr auf den Look, ich habe den schon, wie gesagt, so lange auf meiner Liste und ich nehme jetzt einfach mal eine super, super helle Foundation. Was ist denn die Hälse, die ich hier habe gerade? Die hier, I guess. Und die mische ich mit ein bisschen Weiß. Oh, Moment, ich muss erstmal meine Augenbrauen abdecken. Kriege ich das jetzt noch hin, während das auf meiner Hand ist? We shall see. Wir müssen die nicht super gut abdecken, einfach, dass sie halt ein bisschen ja, weniger auffallen, weil wir werden da drüber schminken. Das passt dann schon. Wie immer nehme ich einfach Uhu. Geht sehr einfach aus den Augenbrauen. Gar kein Problem. Noch ist die Foundation da. Okay, komm, einmal kurz abpudern, dann können wir loslegen. Wie gesagt, die müssen jetzt nicht super, super gut abgedeckt sein. Dann mischen wir mal unsere Foundation. Die darf, wie gesagt, nicht komplett weiß sein, weil wir malen ja auch weiß, aber ich will sie schon hell haben und sehr neutral. Und die passt auf jeden Fall. Ich habe jetzt vergessen, welche Seite von mir dunkel und welche hell ist. Ganz wichtig, wir gehen auch so ein bisschen hier runter und blenden es dann ein. Ich blende es so ein bisschen aus in meine tatsächliche Hautfarbe. Die ist jetzt auch nicht so weit von weiß entfernt. Das ist die schwarze Seite, oder? Meine Markierung. Das heißt, die Augenbraue hier versuche ich jetzt noch ein bisschen besser abgedeckt zu bekommen. Auf der schwarzen Seite müssen wir uns, glaube ich, überhaupt gar keine Sorgen machen. I think that's good enough. Und das können wir dann auch schon abpudern. Also wir setten einmal alles schön mit Puder. So, entgegen aller Erwartung ist das auch der schwierigste Teil. Wir nehmen jetzt schwarze, wasseraktivierte Farbe.
Ihr könnt euch die Yin und Yang Zeichen auch schon mal aufmalen, aber ich bin relativ confident, dass ich das hinbekomme. Don't jinx it, girl. Hi, Mila. Ich nehme eigentlich so meine Augen und Augenringe als Guideline. Muss übrigens auch nicht super, super genau sein. Okay, let's just try. Geh doch hoch, komm. With that. Good job! An der Stelle hätte ich jetzt vielleicht doch meine Augenbrauen ein bisschen besser abdecken sollen, aber naja. Ja, toll! Wenn ich mein Weiß finden würde, bräuchten wir jetzt mein Weiß. Nein, nicht ein Weiß, mein Weiß. Einfach nur weiße, wasseraktivierte Farbe. Und dann malen wir nämlich das Gegenstück. Auch erstmal einfach diesen Kreis sozusagen. Und macht euch auf jeden Fall nicht zu viele Sorgen, wenn irgendwas messy ist, wir machen es auch gleich ein bisschen messy. Cool. Jetzt machen wir einfach mal ein bisschen so Unebenheiten rein. Also einfach mal den Pinsel so draufstanzen zum Beispiel. Und das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Just make it messy. Und jetzt zum spaßigsten Teil. Wir nehmen jetzt einfach weiter Farbe und wir machen einfach mal so ein paar Kleckse, Punkte, was auch immer. Es sieht aus wie so ein Splash. So Water. Ich lieb's einfach. Okay, ich mach mal nicht zu viel erstmal. Das gleiche natürlich auch auf der weißen Seite. Sehr wichtig, dass es wirklich gar nicht gleichmäßig ist. Es darf gerne komplett wirr sein. Soll es sogar. Und manche Kleckse auch ein bisschen größer als andere. Das Schöne ist, ihr braucht keine ruhige Hand oder sonst irgendwas. Es darf sehr durcheinander sein. Wir machen jetzt auch mal die Lippen und zwar ganz genau so. Die eine Seite weiß natürlich. Und wieder auf der schwarzen Seite das Gleiche. Und auch hier müssen wir das wieder messy machen. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Wow, okay. Wie gesagt, das Allerwichtigste ist, dass ihr das nicht zu gleichmäßig macht. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch so eine Zahnbürste oder so irgendwas ähnliches nehmen und in eure Farbe gehen. Einfach ein bisschen durch die Gegend spritzen. Ich mache das jetzt auch schon mal hier. Ich habe da vergessen, dass wir ja auch noch ein bisschen was wollen. Ihr könnt es übrigens einfach runterlaufen lassen, aber ich habe gerade keinen Pinsel, der sauber ist, der gut genug dafür ist. Der hier ist steinhart. Normalerweise macht ihr einfach ganz viel Wasser dazu und drückt es dann so lange drauf. Vielleicht kriege ich es sogar hin jetzt, bis ein Tropfen entsteht. Da ist er. Seht ihr ihn? He's fighting for his life. Hier mache ich im Grunde genau das gleiche. Einfach random Flecken. Das war nicht geplant. Na, dann mache ich einen großen Fleck. Und das gleiche machen wir natürlich auf der anderen Seite. Actually dripping. Yes! Es sieht schon immer noch mal ein bisschen cooler aus, wenn es wirklich tropft. So satisfying. Und auch auf der Seite machen wir wieder Spritzer drauf. Ich glaube, damit sind wir eigentlich schon ready. Ich mache jetzt noch hier ein bisschen ein paar Verbesserungen, weil offensichtlich crease das Ganze. Ich habe es auch noch nicht gesettet. Ich habe jetzt hier auch noch so crazy dramatische Lashes. Einmal weiß, einmal schwarz. Jetzt muss ich kurz entscheiden, auf welcher Seite ich was haben will. Ich könnte natürlich die schwarzen auf die weiße Seite packen. Das ist schön. Und wie werden die weißen? Okay, ja. Okay, wir machen die weißen auf schwarz, die schwarzen auf weiß, dann mache ich auch noch Kontaktlinsen rein jeweils. Aber Leute, ganz ehrlich, die Wimpern braucht man nicht. Ich habe hier jetzt mal ein bisschen weiß drauf gemacht, würde auch schon cool aussehen. Es ist einfach nur so ein kleiner Bonus. Und mit Perücke, Kontaktlinsen und Co. sieht das Ganze jetzt so aus. Ich finde es so unglaublich geil. Wow. Wow, 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 wow. 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 Das ist so einfach. Ich habe jetzt einfach eine weiße Perücke genommen und eine Hälfte so ein bisschen schwarz angesprüht mit so Haarspray. Is this my favorite thing ever? Like, wer richtig hardcore ist, kann hier eine schwarze, komplette Sclera reinmachen. So eine ganz, ganz, ganz große schwarze Kontaktlinse. Ich habe nicht mal mit der Mini-Sclera gut zu schaffen gehabt, denn das hat mir mein gesamtes Make-up hier komplett ruiniert, weil ich so getränt habe und geweint habe. Ich starre mich die ganze Zeit an, weil ich das so geil finde. Ich finde es so geil. Leider, leider, leider muss dieser Look jetzt weichen, denn wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Vergesst aber nicht mehr zu sagen, welcher Look euch am besten gefällt am Ende des Videos, okay? Und wenn ihr was nachmacht, bitte, Leute, bitte, bitte folgt mir auf Instagram, tagt mich auf Instagram oder auf TikTok. Ich guck mir so gut, es geht irgendwie alles an. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist es Zeit für den nächsten Look, deswegen machen wir das Ganze jetzt wieder ab. Look Nummer 3, Freunde, neues T-Shirt, neues Glück, Resting Witch Face. Ich liebe dieses T-Shirt, das ist sogar gestitcht. Es ist so geil. Schaut euch das mal an. It's me, Led Loki, in Halloween. But it could also be any other cat. It doesn't have to be them. Don't tell anybody. Und die Stitches sind übrigens auch gestickt. Wie geil ist das bitte? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht. Und wir machen jetzt Saw. Jigsaw. Aber natürlich wollen wir eine glam geile Version davon haben. Ich habe jetzt eine sehr, sehr kühle Kontur rausgekramt. Und wir machen auf jeden Fall hier so ein bisschen rundlich. Statched. Meine Augenbrauen mache ich auf jeden Fall ein bisschen dramatisch straight. Ja,
Ungefähr so. Fürs Augen-Make-up brauchen wir schwarz. Einfach nur schwarz, mehr nicht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass mein Schwarz das beste Schwarz in der Drogerie ist, aber mit gutem Pigment kommt auch gutes Fallout. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Da hätte ich definitiv zuerst mein Augen-Make-up machen sollen. Ach man, ich wollte euch nur mein Gesicht nicht antun gerade. Na egal, dann mache ich meine Base gleich nochmal neu. Ihr könnt es jetzt im Grunde so machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch einfach nur ein normales Smoky Eye machen. Ihr müsst gar nicht so weit rausziehen. Einfach schwarz aufs Auge auf jeden Fall. Egal wie. Und wir blenden. Ich habe auch Leute gesehen, die hier so eine richtig klare Kante gemacht haben. Sah auch ultra geil aus. Vielleicht finde ich ein Bild, dann kann ich euch das hier noch einblenden. Aber ich finde das tatsächlich einfach noch einfacher. Was auch richtig geil dazu aussehen würde, wäre zum Beispiel so Schwarz-Glitzer-Lidschatten. Habe ich aber jetzt gerade irgendwie nicht da. Zumindest habe ich keinen gerade gesehen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den zu Hause habt, ist auch nicht so hoch, wenn ich schon nicht habe. Deswegen machen wir einfach nur ganz normal schwarz. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier ein bisschen mein Fallout weg. Auf der anderen Seite habe ich übrigens keins, natürlich. Klar, seitdem ich drüber nachgedacht habe, habe ich keins mehr. Und jetzt mache ich einfach mal hier eine schöne Kante mit einem Abschminktuch. Tada! Sieht einfach direkt aus, als hättet ihr euch richtig Mühe gegeben. Ha. Tja, theoretisch könntet ihr jetzt eure Foundation so auch erst machen. 5 Kilo Concealer to cover up my sickness. Ich glaube, ich suche mir jetzt mal dramatische Lashes einfach. Okay, als ich groß gesagt habe, habe ich wirklich auch groß und dramatisch gemeint. Habe ich groß oder dramatisch oder was auch immer ich gesagt habe, das habe ich gemeint. Melody Lashes Fluff. Passt gut, der Name auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich es mit diesem Lip Liner überhaupt noch hinbekomme, aber wir machen auf jeden Fall rote Lippen. Jetzt nehme ich glaube, es ist von BH Cosmetics, Miss Klaus, ein Liquid Lipstick. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt, der ist aber schön rot. Und jetzt kommt natürlich der Part, auf den wir alle gewartet haben. Diese roten Kringel. Ich nehme jetzt einfach meinen Lip Liner und wir kringeln einfach. Jetzt habe ich die einfach beide gleich gemacht. Ich hätte es andersrum machen müssen. Und wenn wir jetzt richtig fancy sein wollen, können wir da auch noch Glitzersteinchen draufkleben. Haben wir Bock? Moment. Ganz wichtiges Detail, schwarzer Lidschatten. Ihr könnt das Ganze mit Wimpernkleber machen, hält ultra, ultra gut. Ich nehme meistens Haargel, weil ich das ja wieder wegmachen will, relativ schnell. Und es klebt dann nicht ganz so krass. Aber wenn ihr damit weg wollt, dann nehmt auf jeden Fall Wimpernkleber. It's so cool. Come on. Come on. Man kann es so lassen, aber who wants to do that? Habe ich mich jetzt verleiten lassen, noch mehr Rhinestones zu kleben, weil ich es irgendwie geil finde? Ja. Well, well, well. Ich habe gerade gemerkt, dass ich jetzt aus Versehen tatsächlich einfach es so gemacht habe wie sie, die ich vorhin eingeblendet habe. Ich habe extra rausgesucht nochmal. Ja, jetzt ist der Look inspiriert von ihr aus Versehen. There we go. Nur mein Augen-Make-up ist natürlich ein bisschen anders, ne? Dann würde ich sagen, ich mache mal Haare und Outfit. Und so ungefähr könnte der fertige Look aussehen. Ich finde es so cool. Ich habe jetzt auch so einen Choker dazu gemacht, weil ich glaube, das passt ganz gut vom Vibe her. Ich habe meine Haare schwarz angesprüht. Ich habe es gerade nicht hier. Doch mit so einem schwarzen Haarspray. Einfach gibt es überall in der Drogerie gerade. So zu Halloween-Zeiten. Do I wanna go back dark? I'm vibing with it. I'm vibing with it a lot. Jeder weiß sofort, was ihr seid, aber es ist irgendwie was anderes. Es ist ein bisschen cooler, ein bisschen schöner, ein bisschen glam eben. Und ich finde es richtig geil. Was sagt ihr? Ich bin gerade am Abschminken und mir ist aufgefallen, ich wollte rote Kontaktlinsen reinmachen. Wie denken sie uns dazu? Der nächste Look ist ordentlich auf TikTok viral gegangen und er ist wirklich so einfach und sieht trotzdem sehr cool aus. Und ihr braucht eigentlich nur eine Sache. Eine einzige. Und zwar das Zeug hier. Gibt es zum Beispiel auch auf Amazon. Das ist jetzt von Kryolan. Das Collodium. Das ist im Grunde Narbenfluid. Haben wir auch schon ein paar Mal benutzt auf diesem Kanal. Und das macht man einfach auf die Haut und dann zieht sich das zusammen und dann sieht es aus wie Narben. Es gibt ein paar Sachen zu beachten. Man darf das auf gar keinen Fall im Augenbereich machen, auch nicht im Lippenbereich. Eher da, wo sowieso ein bisschen weicheres Gewebe ist, ne? Und auf keinen Fall viele Tage hintereinander an der gleichen Stelle und sowas, weil das kann tatsächlich langfristig Schäden hinterlassen. Das wollen wir nicht. Aber wenn man das jetzt nur so macht, wie wir es jetzt machen, dann ist es nicht schlimm. Vergesst nicht, einen Entferner dazu zu kaufen, wäre nicht schlecht. Ich habe aus Versehen gelogen, wir brauchen doch noch eine Kleinigkeit und zwar eine rote Farbe. Ihr könnt auch Lidschatten nehmen, Lippenstift, irgendwas Rotes. Ich habe jetzt Creme Farbe, aber wie gesagt, nehmt, was ihr habt. Das Schöne ist, die müssen nicht irgendwie besonders gleichmäßig sein oder sonst irgendwas, sondern einfach, ja, so aussehen wie Sternchen, aber es muss nicht schön sein. Muss auch nicht besonders ordentlich sein. Ich habe es einfach viel zu nah am Auge gemacht. Wir müssen das wegmachen. Gerade vor 2 Sekunden habe ich euch erzählt, dass ihr es nicht so nah am Auge machen sollt. Was mache ich? Also nah am Auge, natürlich. Erfahrungsgemäß funktioniert es bei mir oben an der Stirn nicht so gut, aber wir probieren es aber trotzdem. Ihr könnt so viele oder so wenige machen, wie ihr wollt. Ich glaube, das reicht mir jetzt erstmal. Stunde der Wahrheit. Das Zeug kommt dran. Stinkt übrigens übertrieben und das machen wir jetzt
einfach über die Linien drüber. Und davon mache ich jetzt einfach mal 2-3 Schichten. Ich hoffe, ihr könnt erkennen, wie das Ganze aussieht. Also es zieht sich einfach so zusammen. Und der fertige Look könnte dann ungefähr so aussehen. Ich finde es richtig cool. Ich darf nicht zu viel lachen, habe ich das Gefühl. Dann bricht mir gleich alles auseinander. Aber es ist eigentlich nicht so. Es ist schon sehr fest, aber es fühlt sich einfach weird an. Da oben finde ich super unangenehm. Das würde ich tatsächlich nicht nochmal machen unbedingt. Es bringt auch nicht viel. Also der Effekt ist hier nicht so krass wie jetzt hier an den Seiten. Da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Ist, glaube ich, auch der einfachste Look, den ich je irgendwie als Tutorial gemacht habe. Kriegt ihr auf jeden Fall auch hin. Okay, Leute, ich habe schon meine Haare wieder dunkel angesprüht. Übrigens habe ich mein Spooky Vibes Only Baby Tee an. Hallo? She's literally the cutest thing ever. Ich habe auch eins mit Resting Witch Face natürlich drauf. Ich finde die so süß. Ich freue mich auf den nächsten Look schon so, so lange, denn ich mache jetzt The Puppet von Five Nights at Freddy's. Ich habe The Puppet schon gemacht vor 7 Jahren, 8 Jahren, 20 Jahren, ich weiß es nicht mehr. Aber wir machen jetzt eine glam, geile, hübsche Version, die aber auch gleichzeitig spooky und scary ist. Also perfekt. Es wird schwierig aussehen, aber ich schwöre euch, es ist nicht schwierig. Das Schwierigste ist, unsere Augenbrauen abzudecken. Könnt ihr auch weglassen, aber ich finde, die müssen weg. Wie eigentlich immer machen wir das einfach mit Uhu. Das geht auch ganz easy wieder weg. Je frischer der Uhu ist, desto besser funktioniert es. Aber mehr kann ich nicht sagen. Also einfach mal gegen den Strich ganz gut reinreiben und dann so flach drücken. Davon brauchen wir dann normalerweise auch mehrere Schichten. Eigentlich immer flach nach oben, aber meine Augenbrauen machen das einfach nicht mit, deswegen mache ich es immer so. Sie sehen nicht nach viel aus, aber die sind so störrisch. Okay, und wenn die letzte Schicht so am Trocknen ist, aber nicht trocken ist, dann nehmen wir jetzt loses Puder und pressen das hier rein. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Vielversprechend. Ich nehme jetzt mal hier so einen MAC Paint Pot, der ist so leicht peachy, deswegen... Deswegen packe ich den mir noch so über die Augenbrauen ganz leicht drüber, weil dieser blaue Stich, der kommt immer ganz gern durch. Auf jeden Fall setze ich auch das jetzt mit dem Puder. I think it's gonna work. Also ich hoffe, ihr seht, dass jetzt der blaue Stich deutlich, deutlich weniger ist. Und ich sehe deutlich, deutlich creepier aus. Ich nehme jetzt einfach so einen hellbraunen Lidschatten. Ihr könnt auch einen Augenbrauenstift nehmen oder sonst irgendwas. Und wir malen jetzt schon mal diese zwei senkrechten Linien, dass wir ungefähr wissen, wo die hinkommen. Jetzt können wir nämlich noch gut korrigieren. Not that bad. Als nächstes suchen wir uns einen Deckel, der ungefähr so groß ist, wie die Kreise später sein sollen. Ich gucke jetzt mal, ob hier irgendwas rumliegt zufällig. Das sieht schon mal ganz gut aus. Könnte funktionieren. Und ich nehme jetzt einfach einen Creme-Bronzer und da tunke ich das so ein bisschen rein. Ungefähr so. Und dann setzen wir das dahin, wo die Kreise sein sollen. Tada! Perfekter Kreis. So müsst ihr dann nicht mal wirklich einen Kreis selber malen. Wenn mir jetzt hier jemand schreibt, dass die Looks zu schwer sind, nur weil sie so kompliziert aussehen, I'm not having it. Jetzt müssen wir weiß werden. Ich habe hier so Cremefarbe. Es gibt auch weiße Foundation. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal Cremefarbe, weil, weiß ich nicht warum, ehrlich gesagt, habe einfach Bock gerade. Hätte ich die Kreise vielleicht danach aufmalen sollen? Kann sein. Jetzt habe ich nämlich für meinen TikTok komplett drüber gemalt, aber ihr könnt das ein bisschen besser auslassen dann, als ich jetzt. Oder ihr malt sie auch einfach danach, geht auch. Meine Haut ist so trocken, ganz, 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 ganz schlimm, weil ich Schnupfen habe. Meine Nase ungefähr 300 Mal geputzt habe. Deswegen weiß ich nicht, wie gut das Make-up jetzt aussehen wird. Aber wir denken uns das weg, okay? Ich finde, bisher sieht es eigentlich okay aus. Diese eine Ecke, die da absteht, stört mich sowas von. Get your shit together, dude. Mach doch einfach mal mit. Wie wär's? Wir setten wieder alles mit Puder. Ich habe diese eine Ecke in der Augenbraue einfach aufgegeben jetzt. Die kommt immer wieder. Wenn ihr Cremefarben benutzt, ist Abpudern übrigens sehr, sehr, sehr wichtig. Ich kann die Linien übrigens noch ein bisschen sehen, deswegen male ich die jetzt einfach kurz nach, damit es ein bisschen einfacher auch für euch ist. Mein armes T-Shirt. Dann geht es jetzt ans Augen-Make-up. Wir nehmen schwarzen Lidschatten einfach und ballern den uns da drauf. Einfach drauf. Ihr könnt an der Stelle eigentlich machen, was ihr wollt. Ich weiß selber noch nicht so ganz genau, was ich will. Aber es muss schwarz sein, finde ich. Vielleicht machen wir sowas. Finde ich ganz cool. Als nächstes brauchen wir lila, wasseraktivierte Farbe oder ihr könnt auch direkt mit Lidschatten oder sowas reingehen. Und damit füllen wir diese Striche hier aus. Wenn ihr einen Pinsel nehmt, der ungefähr so dick ist, wie das auch später sein soll, dann ist es auch extrem easy. Ihr könnt einfach so euren Kopf bewegen. Dann wird die Linie auf jeden Fall ganz gut. Den nächsten Schritt müsst ihr nicht unbedingt machen, aber ich nehme jetzt einfach so ein Lila und gehe damit außen rum, um es ein bisschen zu schattieren. Und nach innen auf jeden Fall ganz gut ausblenden. Wie gesagt, wenn ihr die wasseraktivierte Farbe nicht habt, könnt ihr das auch einfach direkt mit Lidschatten aufmalen. Also einfach den anderen Part skippen.
Ich finde das allein schon ultra creepy. Ich nehme jetzt die rote Farbe von Push Art für die Kreise, weil die stained nämlich nicht. Hoffen wir mal, dass sie dieses Mal auch nicht stained, aber bisher noch nie. Das Geile ist, durch die Guideline ist das ultra einfach jetzt. Und das Gleiche, was wir hier gemacht haben, machen wir jetzt auch da mit einem dunkleren Rot, das hier nicht drin ist. Müsst ihr, wie gesagt, nicht unbedingt machen. However, I am extra and I will probably always be. Vielleicht werde ich vom Lidschatten später rote Kreise auf der Backe haben, wir werden sehen. Und wieder gut blenden. Übrigens könnt ihr theoretisch auch Wimpern kleben. Mache ich jetzt nicht, weil die sowieso komplett untergehen werden. Ich finde es so eigentlich auch ganz geil. Aber je nachdem, was für ein Augen-Make-up ihr halt gemacht habt, könnt ihr jetzt auch Wimpern kleben natürlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Striche hier ein bisschen zu weit gezogen habe. Ist ja da alles relativ einfach fixable. Ich nehme jetzt erstmal wieder meinen braunen Lidschatten, wenn ich ihn jemals wieder finde. Und schau mal, wie weit ich den Mund rausziehen will. Der geht eigentlich komplett durch. Also ihr könnt ihn auch komplett durchziehen, aber ich will ihn nur bis knapp nach diesen Tränen. Genau so. Jetzt könnt ihr schwarzen Lippenstift nehmen, schwarze Cremefarbe, schwarze wasseraktivierte Farbe, egal was es ist. Auf jeden Fall schwarz. Und das packen wir jetzt auf die Lippen, aber nur unten. Und ich mache es auch nicht ganz bis nach unten. Das blenden wir jetzt ganz vorsichtig. Jetzt nehmen wir roten Lip Liner oder Lippenstift oder irgendwas. Und ich mache den relativ rund. Und jetzt blende ich das Schwarz auch noch so ein bisschen da rein. Wenn ihr das, wie gesagt, ein bisschen näher am Original halten wollt, dann könnt ihr das auch komplett durchziehen, klare Kante, aber ich finde es so irgendwie ganz geil. Ich nehme jetzt noch so ein bisschen schwarz und damit gehen wir jetzt an den Rand vom Gesicht, einfach wie eine riesige Kontur. Richtig schön in die Haare blenden, ganz toll. Das könnt ihr zum Beispiel auch mit schwarzem Lidschatten machen, ist aber einfacher mit Cremefarbe. Und jetzt mein Lieblingspart, wir malen jetzt unsere Ohren und unseren Hals ein bisschen schwarz. Oh, das ist immer ein Traum. Rest in peace, meine Ohren, es war schön mit euch. Wenn ihr in den zukünftigen Looks hier noch irgendwelche schwarze Farbe in Ohren seht, nein, seht ihr nicht. Jetzt brauchen wir ein Outfit, am besten ein T-Shirt, vielleicht mit, Turtleneck? Wie heißt es denn? Dingskragen halt, ne? Rollkragen, danke. Weiße Kontaktlinsen, ihr könnt auch schwarze Scleras nehmen, aber wenn ich meine schwarzen Scleras nicht reinmachen muss, dann werde ich sie auch nicht reinmachen. Ich hasse diese Dinger so sehr. Und so könnte der fertige Look aussehen. Ich finde es so cool. Ich liebe alles daran. Ich habe extra so geile Handschuhe bestellt, die so voll lang sind und so richtig eklig, aber die kamen nicht an. Deswegen müssen wir jetzt mit denen hier leben. Ich finde es aber auch ganz geil. Auch ein bisschen alltagstauglicher, was halt gut ist für eine Party. Ganz ehrlich, das wäre ein Look, den würde ich tragen. Ich sag's wie es ist, den würde ich tragen. Wie gesagt, funktioniert er auch mit Augenbrauen, aber ich finde es so cooler. Das ist mein persönlicher Favorite Look. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was euer persönlicher Favorit war, denn es sind schon alle Looks, Leute. Wir sind am Ende. Am Ende mit den Nerven, mit den Kräften. Diese eine Kontaktlinse rutscht die ganze Zeit, wenn ich blinzel. Warum? Warum machst du das? Also schreibt mir gerne mal, welchen von den 5 Looks ihr tragen würdet. Ich mache mir jetzt erstmal ein richtig schönes Bad rein, glaube ich. Diesen ganzen Schmodder hier wieder abwaschen. Wir sehen uns dann hoffentlich am Dienstag wieder, wenn es mir wieder besser geht. Fingers crossed. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, mein Merch-Link ist in der Infobox. Nicht verpassen. Es ist wirklich eine so geile Kollektion. Oh, diese Kontaktlinse macht mich fertig. Was ist mit ihr? Das ist mir noch nie passiert. Also wenn ihr mich unterstützen wollt oder einfach nur geile Sachen haben wollt, Link ist in der Infobox, wie gesagt. Danke auch an Holy an dieser Stelle für die Unterstützung für dieses Video. Ich freue mich sehr. Wenn ihr die mal auschecken wollt, Link ist natürlich auch in der Infobox. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.